Mal ein anderes Format von Bücherseiten findet man in dem Buch Alle Tiere ziehen mit, auch das kleine Küken Pit aus der Aas-Edition. Es geht hier um Mo, den Maulwurf, der sich im Mauseloch verkrochen hat und nicht mehr rauskommt und jetzt alle ziehen müssen und helfen müssen, damit er wieder rauskommt. Und das Gute an der Seite ist halt, an den Seiten, dass sie halt dann immer kürzer werden und dass es dann zu sozusagen eine Verwandlung kommt. Also wir haben eben Mo, der steckt fest und das kleine Küken ruft die ersten Tiere herbei, die halt helfen sollen. So halt der Fuchs, klappt nicht. So halt das Schwein, klappt auch nicht. Dann die nächsten Tiere. Und dadurch, dass die Seiten halt gekürzt sind, entsteht hier so eine Schlange, die alle mitziehen, ne? Dann auch hier die kompletten Hühner, die halt mitziehen. Ja, und wie soll es am Ende dann natürlich sein? Ist es das kleine Küken, auf der nächsten Seite, was der ausschlaggebende Punkt ist, damit der Maulwurf wieder befreit wird. Quintessenz aus dem Buch steht auch hier hinten nochmal total formuliert und das finde ich auch total schön, schon für die Kleinsten, dass einfach klar gemacht wird, dass egal wie klein jemand ist, jeder ist wichtig und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Und hier ist es, wie gesagt, das kleine Küken, was dann der Held ist und gefeiert wird. Auch wieder so ein Buch zum Selbstvertrauen und Mut. Und ja, das finde ich total schön. Die Zeichnung finde ich total niedlich. Es gibt hier überall auch so kleine Details. Die Maus kann zurück in ihren Mausebau. Und ja, ich finde es total schön gemacht. Absolute Empfehlung.